Jetzt Wanderung zum Lost Place Start kommt. Prüfen, ob ich endlich wieder Herpes bekomme. Hier vorne sind ganz viele Autos und so weiter und kein Fußweg. Das ist richtig scheiße. Hier müssen wir durchlaufen. Ja, wir müssen eine große S-Kurve hier laufen und dann, glaube ich, geht dann so ein Waldweg, wo vielleicht Wölfe und Luchse und hier gibt es auch ganz viele Wildschweine. Ich bin gespannt drauf, ob wir von denen gefressen werden, von diesen Wildschweinen. Das wird richtig cool. Das ist eine richtig widerliche Dreckstraße. Und das geht die ganze Zeit berghoch. Guck mal hier. Guck mal, was wir gefunden haben. Laub. Das ist hier alles voll. Das ist voll versifft. Wir laufen das so einen Waldweg durch. Guck mal, hier vorne sind überall diese scheiß beschissenen Steine. Das kostet immer extra Kraft und Zeit. Und das geht die ganze Zeit nach Richtung bergauf. So die ganzen letzten 2 Kilometer oder 2,5 oder wie viel wir gemacht haben. Und wir müssen, glaube ich, bestimmt noch 10 Kilometer machen. Und vor allem, dass das irgendwie die ganze Zeit nach berghoch geht, das ist scheiße. Das kostet Kraft und Zeit. Wir sind bestimmt nach Mitternacht da. Das ist ein widerlicher Weg. Der Wagen ist umgekippt, das ist richtig geil. Ich kenne dieses nervige Gefühl, dass der Wagen ständig umkippt und zusammenklappt. Genau, diese, dass das hier zusammenklappt. Das ist ein richtiger Scheißweg mit ganz viel Steine dran. Ist alles voll mit diesen Steinen. Das ist genauso voll wie... Dein Kopf. Wie mein Sack. Wir müssen über den Fluss rüber. Das ist richtig scheiße. Das ist ein richtig widerlicher Fluss. Hier ist überall, das ist alles Matsch hier. Und da geht nach Richtung nach oben, das ist richtig scheiße. Das heißt, meine dreckigen Schuhe werden ganz dreckig sein. Oh scheiße, es regnet gerade in den Strömen. Das ist richtig scheiße, es hat angefangen zu regnen. Und die ganzen Sachen, die werden nass. Weil guck mal, ich habe keinen Regenschutz, den man über den ganzen Wagen rüberziehen kann. Weil der ist in der Portugal-Reise verloren gegangen, weil die Busfahrer das verschlammt haben. So, ich habe gerade meinen gelben Sack angezogen, der so richtig billig ist, weil der nicht bis komplett ausreicht. Also, meine Arme werden nass. Aber trotzdem wird das ganze Haarpool gut nass. Das ist scheiße. Und seine ganzen Sachen, die werden auch nass. Da ist der Schlafsack drin, habe ich schon in die Einkaufstüte gepackt. Aber die ist ja jetzt schon durchnässt. So, die ganzen Sachen sind nass und es hat aufgehört zu regnen. Das heißt, wir laufen jetzt weiter. Weiter nach Richtung Lost Place. Und wir starten genau die ganze Zeit da, wo Regen war. Jetzt sind wir nass. Das ist scheiße. Das ist schon wieder Komfortzone-Ausscheidung. Oh, scheiße. Wir sind hier so einen steilen, steinigen Weg nach runter gelaufen. Und wir müssen diesen ganzen steilen Weg wieder nach oben laufen. Weil hier ist überhaupt gar kein Empfang und Google hat uns überhaupt gar nicht gewarnt deswegen, dass wir nach links laufen müssen, anstatt geradeaus. Und hier ist doch nicht mal ein Weg angezeigt, das ist richtig widerlich. Obwohl das hier wie so ein Weg aussieht. Jetzt müssen wir wieder hochlaufen. Das ist richtig zeit- und kraftverschwenderisch. So, wir sind wieder ein Stückchen hochgelaufen und Google hat uns komplett in die Irre geführt. Wir müssen doch wieder hier runterlaufen. Den ganzen Weg. Und da geht das dann dahin, wo wir hin müssen. Das ist richtig scheiße. Das hat wieder so richtig Kraft gekostet. Das ist richtig widerlich. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist richtig beschissen. Guck mal. Hier vorne fließt schon wieder sauberes Wasser durch. Wir werden hier vor diesen Geräuschen hier belästigt. Guck mal, wir haben gerade eine Asphaltstraße überquert und Google schickt uns nach Richtung da lang. Und hier vorne, das ist ein richtiger Scheißweg. Aber guckt euch das hier mal an. Das ist ein richtiger Scheißweg. Wir müssten so einen Scheißweg die ganzen 4 Kilometer lang noch da lang laufen. Und wir haben uns überlegt, dass wir das nicht laufen, sondern dass wir die Asphaltstraße nehmen und dann über die Asphaltstraße dahin laufen. Und diese Asphaltstraße ist ein richtiger langer Umweg. So, wir sind ein Stückchen dieser asphaltierten Straße gelaufen und Google, das schickt uns hier nach links. So, guck mal, dieser Weg, der fängt schon wieder so richtig beschissen an. Das ist hier alles hier vollkommen mit Matsch und das geht da hinten noch weiter mit vielen Matsch. Und wir haben uns überlegt, noch weiter die Asphaltstraße zu nehmen
um nochmal dann nach links zu laufen, um zu prüfen, ob da der Weg besser ist. Das ist schon wieder so ein richtig verschissener Drecksweg zum Lost Place. Das ist richtig geil. So, wir sind gerade ein paar Meter Asphalt gelaufen und haben einen neuen Weg gefunden. Und der hier, der sieht viel, viel besser aus. Und dieser Weg, der hat sogar Holzbalken. Und hier vorne sind noch mehr Holzbalken. Holzbalken! 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 Noch mehr Holzbalken! 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 Links abbiegen. So, wir haben jetzt 2:30 und noch die letzten 850 Meter und dann sind wir am Ziel angekommen. Das wurde aber auch Zeit. Holzbalken gefunden schon wieder. Wir laufen durch Holzbalken durch. Guck mal, die letzten Meter vorm Ziel haben wir diese beschissenen Blockaden hier. Hier ist ein Baumstamm, da drüben ist ein Baumstamm und dahinter ist noch so ein Baumstamm. Gerade so. Das ist richtig, richtig versifft, dieser Baumstamm. Und hier vorne liegt schon wieder ein Baumstamm rum. Und da drüben auch, aber da kommt man gut unten durch. Also hier vorne ist ein Vollfetthaus, aber in diesem Vollfetthaus, da pennen wir nicht drin, sondern in diesem Vollfetthaus, der nebenan steht. Den zeige ich euch gleich. Jawohl, diesen Vollfetthaus meine ich. Da werden wir drin pennen. Und wir werden gleich unser Zimmer aussuchen. Ja, jetzt müssen wir diese Vollfetzerkarre hier, diese Treppe hier hochschleppen. So, wir sind hier in diesen Raum angekommen, wo ich schon mal gepennt habe. Beziehungsweise habe ich hier, glaube ich, schon 2 oder 3 Mal jeweils am Wochenende dann gepennt. Und guck mal, der Schlafplatz ist bereit. Wir werden genau hier pennen. Das wird jetzt mein 3. oder 4. Mal sein, dass ich hier penne.